Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt hat gerade massiv vor einem Wettrüsten in Bezug auf künstliche Intelligenz gewarnt. Er hat gesagt, sie sei ähnlich gefährlich wie Atombomben. An anderen Stellen wird sie gefeiert. In Berlin gibt es ein neues Unizentrum für künstliche Intelligenz und eine Drogeriekette hat gerade 55 Scan-Roboter beim Startup Ubica Robotics bestellt. Welche Chancen bietet künstliche Intelligenz? Welche Gefahren sind damit verbunden? Darüber spreche ich heute mit dem Experten Alois Krittel, CEO des Artificial Intelligence Center in Hamburg. Herr Krittel, wenn ich zu Hause mit meinen Alexas spreche, dann kann ich manchmal verzweifeln und denke, die künstliche Intelligenz ist noch nicht sehr weit. Auf der anderen Seite gibt es solche Warnungen wie von Eric Schmidt, also Riesengefahr. Das denke ich eben nicht bei meinen Erlebnissen zu Hause. Aber wie ist denn der Entwicklungsstand tatsächlich jetzt bei der künstlichen Intelligenz? Also es ist so, dass so diese Diskrepanz manchmal von der Wahrnehmung, was man heute sieht im Bereich KI und auch wirklich erleben kann, von diesen Zukunftsvisionen und manchmal auch Warnungen, dass das so ein bisschen auseinandergeht, ja. Diese beiden Bilder, das stimmt. Wobei man sich immer vor Augen führen muss, dass die KI sich extrem schnell weiterentwickelt. Das heißt, die Entwicklungszyklen, die sind teilweise liegen bei 12 Monaten, 18 Monaten. Und nach so einer kurzen Zeit hat man wirklich auch einen signifikanten Sprung auch dann sozusagen in Richtung Zukunft. Und so kommt es manchmal, dass man eigentlich noch mit älterer Technologie dann interagiert und sich fragt, warum ist das denn eigentlich nicht besser? Mhm. Und daher auch sozusagen dann das Auseinanderdriften manchmal dieser beiden Bilder. Ah ja, okay. Also da ein, zwei Jahre alte Software oder Geräte, das kann schon wirklich bedeuten, dass da Welten dazwischen liegen sozusagen. Absolut. Und ja. Es ist auch so, dass natürlich viel der KI-Entwicklung auch nicht sofort offensichtlich wird in dem täglichen, sozusagen in der täglichen Benutzung, sondern auch gerade im Business-to-Business-Bereich vorbereitet eingesetzt wird, sodass wir das gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, da gibt es einen Unterschied sicherlich, oder? In der so Customer-Entwicklung, dass man ein bisschen Spaß hat damit oder mal eine kleine Nützlichkeit und dem, was tatsächlich im Business eingesetzt wird. Ja, tatsächlich, da gibt es Unterschiede, alleine auch was so die Experimentierfreude angeht. Also häufig ist es so, dass im B2C-Bereich einfach sehr früh solche, manchmal sogar noch Prototypen, dann am Ende dem Endkunden zum Testen gegeben werden und dann verbessert sich das mit der Zeit. Also wenn Sie sich erinnern an die ersten Voice-Assistenten, dann war das Erlebnis noch deutlich schlechter. Ja, also da hat fast jeder von uns schon gesagt, das hat keine Zukunft. Ja. Und inzwischen ist es so, dass es immer noch Verbesserungen Bedarf, aber das wird kontinuierlich besser. Und gerade im Bereich zum Beispiel der Übersetzung, heute haben wir Tools, die frei verfügbar sind, die sind wirklich so gut, dass es nicht mit einem Stand vor einem Jahr zu vergleichen. Ja, absolut. Auch Geheimdienste beispielsweise nutzen ja künstliche Intelligenz. Das ging mal, neulich hatten wir was, da ging es darum, welche Cloud nutzen sie und dann stellte sich dabei heraus, dort werden einfach standardmäßig Telefongespräche zum Beispiel hochgeladen und dann komplett analysiert. Da sitzt ja keiner mehr und hört das ab und sagt, oh, der hat den Namen erwähnt. Ist das eine reine Kostenfrage? Da steckt dann natürlich Geld dahinter, wer wie gute KI einsetzen kann. Also es ist so wie fast überall sicherlich auch eine Kostenfrage, also wie viel Entwicklerressourcen man zur Verfügung hat, wie viel Investments auch da reingehen. Wobei es immer wieder da auch Überraschungen gibt, dass sozusagen Low-Cost-Ansätze, also beispielsweise aus Start-ups, die vielleicht gerade mal 2 Jahre an einem Thema dran sind, dann auf einmal wirklich auf Weltniveau auftauchen. Ja. Und dann am Ende vielleicht von einem großen Unternehmen, digitalen Unternehmen auch dann akquiriert werden. Mhm. Aber da das Feld sehr dynamisch ist und auch die Disziplin eigentlich noch recht jung, hat man da sozusagen immer wieder auch Neuigkeiten, die nicht nur dann mit den Ressourcen zu tun haben. Und Sie sagen ja selbst, das kann richtige Sprünge geben. Also es ist absolut keine lineare Entwicklung, dass man sagt, wenn wir jetzt so weit sind, dann wird es in 3 Jahren so sein.
sondern es kann ganz anders aussehen. Absolut. Also es gibt ja auch das Moore'sche Gesetz beispielsweise in der Hardware, was ja sagt, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Kapazität und der Preis halbiert sich bei Chips sozusagen in der Hardware-Seite. Und bei dem Thema KI ist das sogar noch schneller. Das heißt, es gibt da so ein eigenes Gesetz und dort sagt man, dass sich die algorithmische Effizienz alle 12 bis 18 Monate verdoppelt. Das heißt, auch halb so viel an sozusagen algorithmisch Rechenpower eingesetzt werden muss, um die gleichen Aufgaben zu lösen. Oh, das ist ja tatsächlich gigantisch. Wie ist das damit auch mit dem Thema, also Menschen ähnlich werden? Das ist natürlich auch immer so eine Befürchtung. Also irgendwann, wenn wir immer mehr an künstliche Intelligenz übergeben, werden wir Menschen dann nachher geführt? Was passiert da? Sehen Sie das als eine reale Gefahr? Also sehe ich ehrlicherweise nicht als reale Gefahr, weil wir Menschen sind es immer noch, die Systeme bauen und die sozusagen die Governance, die Hoheit haben. Und klar gibt es viel Forschung auch im Bereich Artificial General Intelligence, das heißt, dass eine KI immer mehr Aufgaben übernehmen kann, aber dass eine KI beispielsweise in Richtung eines Bewusstseins vorstößt und dann sich gegen den Entwickler richtet, das ist Science Fiction und da wäre ich entspannt. Gut, dann gehen wir mal auf einen ganz bodenständigen Bereich über. Den Bereich der Robotik im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Also da haben wir beispielsweise im Moment Probleme an Flughäfen. Wir haben keine Leute, die, was ja ein sehr einfacher motorischer Vorgang ist, die Koffer von hier nach da legen. So, ist das da nicht naheliegend, Roboter einzusetzen oder wie kurzfristig ist sowas denkbar? Also naheliegend ist es auf jeden Fall und man sieht weltweit, gerade auch im asiatischen Bereich, dass dort auch beispielsweise Pflegeroboter zum Alltag schon gehören. Das heißt, da ist einfach die Akzeptanz auch des Menschen, des in dem Fall älter werdenden Menschen einfach da, weil man sagt, es gibt kaum Alternativen. Ja, und bevor ich sozusagen dann gar keine Pflege entsprechend entgegennehmen kann, dann doch lieber mit einem Roboter. Ja. Wobei man sich da natürlich immer überlegen muss, wie groß sind die Investments. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel von heute auf morgen alle Flughäfen der Welt mit Umpackrobotern ausstatten wollen würde, dann hätte das natürlich nicht nur logistische, sondern natürlich auch Investments, die natürlich auch gigantisch sind. Und man muss aber sagen, dass auch die Robotik einfach sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt und dort einfach Sachen, die vor vielleicht 3-4 Jahren gar nicht bezahlbar und auch möglich waren, von der algorithmischen Seite her heute möglich werden. Und deshalb würde ich eine Prognose für die Zukunft da gar nicht abgeben, sondern das kann sein, dass wenn wieder solche Aktivitäten, solche großen Challenges auftauchen, dass man dann wirklich sagt, okay, man hat dann durchaus eine Alternative, die dem Menschen am Ende hilft, die ihn unterstützt. Warum sollte man sie nicht auch dann wirklich breitbandig einsetzen? Ja, was gibt es da für Möglichkeiten in der Robotik? Also Pflegeroboter beispielsweise, sagen Sie, wo sind denn da Grenzen? Also da kommen wir natürlich wieder an dieses Menschennahe. Wo können Menschen ersetzt werden und wo nicht? Das kann ja gerade bei dieser Entwicklung sehr weit gehen, oder? Absolut. Also jetzt haben wir direkt sozusagen einen auch ethisches Feld gestreift, wo Roboter sozusagen eingesetzt werden. Wenn man sich das so aus dem Hamburger, aber auch aus dem deutschen Blickwinkel anguckt, dann wird natürlich viel auch in der Industrie schon seit Jahrzehnten über Automatisierung sozusagen gemacht. Immer mehr Roboter halten Einzug und dort ist zum Beispiel ein Trend, dass die Roboter immer adaptiver werden, dass es sogenannte kollaborative Roboter gibt, das heißt, die arbeiten mit dem Menschen. Mhm. Das heißt, nicht mehr in einem geschützten Bereich ist der Roboter, wenn der Mensch sozusagen die Lichtschranke berührt, dann steht das ganze Band still, sondern dass wirklich der Mensch und der Werker beispielsweise mit dem Roboter sozusagen dann kollaboriert. Und dabei nimmt natürlich der Roboter insbesondere die Aufgaben wahr, die für den Menschen einfach bedeuten würden, dass man, keine Ahnung, nach 5 Jahren Rückenschmerzen bekommt, weil man zum Beispiel in einer sehr ungünstigen Position schwere Lasten hebt oder sehr monotone Arbeiten macht. Und da kann so ein sehr flexibler Roboter, der wirklich auch mit dem Menschen dann vernünftig dynamisch interagieren kann natürlich ein totaler Gamechanger sein. Und das ist ein Trend, wo auch Deutschland tatsächlich auch mit dem guten Mittelstand, der hier ausgebildet ist, da auch wirklich nach vorne geht. Wobei das natürlich schwierig sein kann für also kleine, mittlere Unternehmen vielleicht, die jetzt nicht so viel investieren können. Da dürfte dann auch der Abstand zu den Konzernen natürlich groß werden. Das ist sicherlich Möglichkeiten angeht, ne? Absolut, das ist sicherlich ein Thema, wobei man sagen muss, insgesamt in der KI ist das so, da sehr viele Ressourcen momentan weltweit gesehen in der KI-Entwicklung sind, in der Robotik, in der Sprachwissenschaft, in der Automatisierung und so weiter.
hebt sich dann natürlich auch der Stand, also sozusagen Stand der Technik enorm. Ja. Und davon profitiert am Ende auch ein kleines Unternehmen, weil einfach die Systeme sich von den Preisen alle 2 bis 4 Jahre dann auch wiederum halbieren können, sodass das dann wirklich viel schneller einsetzbar wird. Und da helfen auch viel die Startups, auch viele Hamburger Startups in dem Bereich, die es einfach möglich machen und die Einstiegs sozusagen Barrieren, die man sonst immer so im Auge hat, ja, von Millionen von Euros, dann wirklich auch so reduzieren, dass man sagt, auch ein Mittelständler, auch ein kleineres Unternehmen hat eigentlich Chance, dort mitzuspielen und auch diese Technologie zu nutzen. Ja. Spannende Einblicke. Vielen Dank, Alois Krittel, für den Besuch im Studio. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.